Also ich glaube, das Spannende oder etwas sehr Spannendes an der Band ist auch, dass wir oft vor dem Konzert nicht wissen, wohin das es geht. Es ist eigentlich ein bisschen wie im normalen Leben, oder? In einer Beziehung. Man kann Problemen aus dem Weg gehen, man kann miteinander reden. Man kann gemeinsam etwas machen oder man kann sich verweigern. Man kann einem das Leben erleichtern oder erschweren. Es ist genauso in der Musik oder so, wie wir bei Pilgrim miteinander musizieren. Grundsätzlich kann man sagen, dass bei Pilgrim dass die Art und Weise, wie wir Musik machen, mindestens gleich wichtig ist wie die Komposition an sich, wenn nicht sogar wichtiger. Und zwar hat das vor allem auch damit zu tun, dass ich oftmals Kompositionen, fixfertige Kompositionen, eher als eng empfunden habe und möchte das wirklich in dieser Band oder möchten wir das so handhaben, dass wir halt Kompositionen haben, eine Art, die eher als Baukastensystem funktionieren, die aus verschiedenen Teilen bestehen, die verschieden kombinierbar sind, in verschiedenen Reihenfolgen. Also das Schöne und Besondere bei dieser Band für mich ist in erster Linie, dass die konventionellen Funktionen der einzelnen Instrumente aufgelöst wird. Dann kann es eben sein, dass der Bass gerade dann dabei ist, die Melodie zu spielen, dass das Schlagzeug nur noch die Klangbällchen macht, dass das Piano den Bass macht, dass gar niemand einen Bass spielt. Und das ist der Grund für diese Auflösung der Funktion ist, weil die Musik im Moment entsteht und da keine klaren Vorgaben herrschen, wer, wie, wo, was, warum machen muss. Ganz einfach gesagt geht es darum, dass ich gar nichts beabsichtige oder dass wir alle zusammen überhaupt gar nichts beabsichtigen, sondern dass wir nur im Moment sind als jeder für sich alleine und schlussendlich als Körper, als fünf Musiker und mit der Musik fließen und die Entscheidungen, die ich dann treffe, wie ich etwas orchestriere, welche Dynamik, dass ich ansteuere, das passiert alles im Moment. Also ich im besten Fall brauche ich mir das nicht zu überlegen. Und das ist schlussendlich das Ziel. Das ist, um das geht es in dieser Band, dass wir wirklich komplett im Moment uns befinden und Zeugen sind, wie sich die Musik von alleine entwickelt. Oder?
kennen uns immer besser, wir kennen das musikalische Material immer besser, wir verstehen immer besser, wo es hingehen kann, wo es hingehen muss, wo es hingehen soll. Und durch das, dass jeder von uns sicherer ist, kann man dann auch ein bisschen Verantwortung abgeben und weiß, die anderen sind da. Und das geht dann schon irgendwie dorthin, wo es hin soll. Und dann kann man auch weniger spielen und Platz lassen. Und durch das, dass man mehr Platz lässt und atmet, bekommt jeder gespielte Ton ein ganz anderes Gewicht, weil vorher und nachher ist nicht. Wirklich immer wieder ein wahnsinniges Erlebnis ist mit Pilgrim, ist dieser Zustand, den ich, wo sich eigentlich alle Gedanken auflösen beim Spielen. Und mein größter persönlicher Feind, der quasi die Zweifel sich auflösen. Die fünf Musiker, die wir sind, wir haben alle einen anderen Hintergrund, einen anderen musikalischen Hintergrund. Und der kommt schön zur Geltung, da genau das passiert, dass wir diese Funktion nicht mehr haben. Und jeder kann sein ganzes Wesen, sein musikalisches Wesen in diese Band einfließen lassen. Alles, was er erlebt hat als Musiker, alles, was er weiß als Musiker, alles, was er spürt als Musiker. Es geht uns schon darum, eine Geschichte zu erzählen. Also das Thema, das wählen wir bewusst. Also wir schreiben Kompositionen. Aber wie wir die Geschichte erzählen, wie sie anfängt oder wie sie aufhört, das soll offen bleiben. Das soll wirklich im Moment entstehen.